Hast du gestern Abend bei Herrn Jauch reingeschaut? Ich hab's gesehen. Ich hab's nur geguckt, ehrlich gesagt. Gar nicht ARD? Wieso, was war da? Ich habe ja sogar ARD geguckt. Haben Sie kurz reingeguckt bei der ARD? Ja. Ganz kurz, so eine Frage muss erlaubt sein. Wie sind die Gefühle, wenn Sie bei der ARD reinschauen, Herr Jauch? Gemischt. Ich habe ja jetzt 3 neue Sendungen bei der ARD gesehen. Ja. Also, Jane Will, dann gestern Frank Plasberg und heute jetzt die Sendung. Ich kann sagen, 2 gefallen mir sehr gut. Da muss man noch arbeiten. Okay. Sollen wir jetzt investigativ nachhaken oder einfach das mal als Ermutigung nehmen? Ja, für alle, die es betrifft. Ja. Ich weiß gar nicht, interessiert Sie, was vergangenen Sonntag bei Christiansen los war? Bei Sabine Christiansen? In Paris oder wo? Wir können's, wenn interessiert Sie es ganz kurz? Es war, können wir das mal dem Herrn Jauch zeigen, was am Sonntag bei Sabine Christiansen... Oder war sie international? Nee, was bei Sabine Christiansen los war am Sonntag, wir haben es hier. Gestern, Schuldenfalle. Herr Zwegert, ich habe mit Beruhigung genommen, Sie haben keine Schulden. Wurde da deutlich, ja. Weil er sagte, jeder Zweite, wenn zwei im Namen der Schulden beisammen sitzen, dann also hat einer keine Schulden und das tat mir dann leid für ihn in dem Moment. Ja. Schuldenfrei, Geld solide angelegt, kann man das verraten oder ist es zu indiskret? Gibt es eine Drittelung, eine klassische? Immobilien, Aktien, bisschen Wertpapiere, Hochzinsanleihen? Ja, das ist ja immer so der klassische Mix, der vorgeholt wird und wo man dann die entsprechenden Pleiten, die man am neuen Markt um die Jahrtausendwende erlitten hat, dann freundlich kaschiert. Ich darf auch mal was fragen irgendwann, oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Wobei nichts gegen Herrn Zwegert. Also ich finde den immer großartig, wenn er sagt, Frau Schulze, wir haben uns vor 2 Wochen verabredet. Ich bin nicht zufrieden mit Ihnen, Frau Schulze. Habe von Ihrer Schwiegermutter erfahren, dass Sie wieder nicht geduscht, sondern ständig gebadet haben. Also, ich finde, er macht das toll. Das war ja dann auch noch das Thema später in der Sendung. Ja, eben. Duschen statt baden mit der Schuldenberaterin. Ja. Und wo die eine Frau alles mit 60 Grad gewaschen hat. Ja, 27 Euro können Sie sparen, wenn Sie die Kochwäsche auch mal mit 30 Grad locker durchlaufen lässt. Ja. Er wollte auch was fragen, Mike. Ja. Ja, kommen Sie jetzt eigentlich noch zur ARD oder nicht? Ich wollte ja... Gern. Ich sag mal so, es ist so einfach. Ja. Weil Sie keinen von der ARD gefragt haben. Natürlich. Vorher. Ich bin ja nicht blöd. Hey, du wirst lieben, du wirst hassen. Ja. Echt? Ist das so? Der neue Slogan. Ist es hier auch nicht so ein bisschen, ich bin so weit ab vom Schuss, eigentlich müsste man es ja kuscheliger machen. Nein, es ist hier menschlich. Ich weiß nicht, ob Sie das auch festgestellt haben, in den modernen Talkshows ist es so, dass oben auf der Bühne sozusagen sitzen die Gurus. Da sitzt Medorn, da sitzt Hans-Olaf Henkel, da sitzt der Verteidigungsminister und die bedeutungslosen Nobelpreisträger, Lokführer und so weiter, ja. Die sitzen unten auf so einer Menschencouch, so wo wir, Achtung, echte Menschen. Und vielleicht hätten Sie Lust, mal mit uns auf die Menschencouch zu setzen. Sie als Mensch, wenn das möglich wäre oder vorstellbar. Menschen, ja, auch Sie etwa nicht. Das war sozusagen die menschliche Variante mal durchspielen könnten. Weil ich habe zum Beispiel neulich bei der Supernanny reingeschaut. Ach ja, ist schön, wenn man nicht so groß ist. So. Ja. Ist nicht immer. Nee, Sie sitzen hier. Oh, dann ist aber schon fast Stern-TV, wenn er hier so sitzt. Wieso? Da ist er sitzt auch immer so. Welchen Abstand sollen wir nehmen? Ich habe festgestellt, Nobelpreisträger sitzen so. Betroffene setzen sich gerne mal kuscheln sich in eine Ecke. So. Und zum Beispiel Lokführer, die für und gegen Streik sind, sitzen so weit auseinander. Aber auch bei Olli Geissen, wenn man sich ankackt. Ja? Naja. Du, warte mal auf den Schwangerschaftstest ab, du! Das ist nochmal. Das ist jetzt gar nicht wahr! Und der Schwangerschaftstest ist, zack, kurze Werbung, nochmal 1000 Euro verdienen. Ja. Ach so, also ist beim das? Gewinnspiel.
So. In welche Richtung sollen wir denn menschlich gehen? Ja, wir könnten natürlich, sollen wir... Also ich habe neulich den Vater gesehen bei der Supernanny, der seinen Jungen dazu bringen wollte, dass er duscht. Du gehst duschen. Du gehst duschen. Du duschst jetzt. Jetzt gehst du in die Dusche. Mach die Dusche an. Duschen. Du duschst jetzt. Das war selbst der Nanny zu viel, ja. Also, die stand so wirklich so im Flur. Ich bin froh, dass der Nazometer nicht hier ist. Wieso? Ja. Du hast recht. Nein, muss man aufpassen. Hallo. Ja. Gut ist immer, wenn so eine kleine Couch da ist, sehe ich in manchen Sendungen, so die Multifunktionsbetroffenen. Also schwere Jugend ist ja Grundvoraussetzung. Dann man sollte ein Heim für ausgesetzte Hunde in Mallorca begründet haben. Ach, das ist so mehr so Ingrid Bergen. So in diese Richtung. Ja, und dann gleichzeitig der aktuelle Anlass, irgendwie letzte Woche aus der SPD ausgetreten. Also wenn man solche drei Dinge in sich vereinigt. Aber alles zusammen ist doch eigentlich, nee, Andrea Nahles hätte ich jetzt gedacht, aber ist ja auf dem Weg, eine große Karriere zu machen. Ach, das ist aber, kriegt man solche Gäste schwer, die das alles in sich vereinigen? Ja, wir suchen die nicht, aber ich sehe die immer und bin dann immer voller Bewunderung. So. Ja, so. Sie verstehen. Ja. Also bei Ihnen würden nie Sätze fallen wie, das ist die Strecksau, nochmal sehe, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, warte mal ab. Hallo, du wolltest mich jeden Tag ficken. Ich kann das sagen, weißt du, für dich wäre das negativ gewesen. Wenn du das gesagt hättest, wenn er das gesagt hätte, wäre blöd gewesen. Da hatte man ein bisschen Muffe, dass ein du so einen Satz raushaust. Ein Wort war ein Fremdwort, das kann ja nicht. Ja. Eine gute Entscheidung, dass das mit der ARD nicht so auf Anhieb. Herr Jauch? Wo bin ich da nur reingeraten? Ja, wir sind am Ende der Sendung. Ah ja. Ja? Ich komme aber zu ihm mal. Wir sehen uns wieder am 9. Dezember, dann in der Sendung Menschen 2007 bis 11. Würde ich mich sehr freuen. Ja, vielen Dank. Wer kommt denn noch? Steht das schon fest? Da gibt es ja immer so einen Kampf zwischen Kerner und Ihnen. Yvonne Katterfeld ist angefragt. Kommt sie zu zweit? Mit Tini Plate und Olli Geissen, dann können Sie alle drüber reden. Nun lass mal gut sein, junger Freund. Okay. Ja? Jetzt kommt die Sendung Aufgemerkt. Pelzig unterhält sich, neuer Kollege am Start. Wir wünschen toi, toi, toi. Das war's, meine Damen und Herren. Sorry, falls die ein oder andere Sache noch nicht so ganz perfekt war hier bei unserer Premiere. Wir sagen ganz herzliches Dankeschön, lieber verehrter Günther Jauch. Und für heute sagen ciao, ciao, ihr Oliver Pocher. Und ihr Harald Schmidt. Bis nächste Woche. Dankeschön. Dann mit Bulli Herbig, seltener Gast. Ciao. Freue ich mich.